knapp über 60.000 Euro runtergehandelt, hat sich's verboten angefühlt. Sowas weiß ich, das war extremst teuer. Also die Deckenhöhe ist auch hier irgendwo bei fast 3 Meter wahrscheinlich. Und hier auf dieser Seite haben wir eine richtig, richtig geile Küche. So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flipper. Es ist wieder soweit. Ich bin heute bei einem Partnerflipper zu Besuch. Der hat sich dieses schöne Schmuckstück hier geangelt, verhandelt, über 2 Monate angekauft, wird nächste Woche, ist Notartermin oder in 2 Wochen gefühlt, wenn das Video rauskommt, war der normalerweise schon. Ich hätte euch gesagt, wir machen einfach eine kleine Roomtour. Der Partnerflipper ist ja auch nebenan, er möchte nicht vor die Kamera, respektiere ich vollkommen, verstehe ich auch, das Internet vergisst nichts, deswegen müsst ihr auch ein bisschen einsehen, wir können nicht immer sämtliche Verdienste und Zeug im Internet posten, auch wenn der Kanal Fix und Flip heißt. Er zum Beispiel hat ein eigenes Geschäft nebenzu und deswegen wollen wir das nicht wirklich vermischen. Wir fangen gleich hinter uns an mit dem Badezimmer. Wir haben ein wahnsinnig, vielleicht sieht man es hier im Hintergrund, wahnsinnig geiles Wohn-Ess-Küchenbereich, also ein kompletter Wohnbereich. Schauen wir uns, hätte ich gesagt, gleich nochmal als Highlight an. Hier im Badezimmer, man sieht, es wurde, also die Wohnung ist 1970er Baujahr. Es wurde immer vom Eigentümer soweit bewohnt, soweit ich weiß. Heißt, hier wurde sehr viel Hand angelegt, nennen wir es so. Hier wurde gebastelt, dementsprechend ein sehr, sehr geiles Objekt, einfach so für Fix und Flip. Was wird hier geplant? Vielleicht machen wir auch gleich immer die Änderungen mit. Toilette und so weiter, bleibt alles an Ort und Stelle hier hinten. Hier ist ein kleines Pissoir. Das macht hier so keinen Sinn. Hier kommt die Dusche wahrscheinlich hin, deswegen das wird erstmal blind gemacht. Das hier ist alles einfach nur hingehangen, heißt, das kommt weg. Dieser Whirlpool, ne, der hat ja auch mal richtig, richtig viel Geld gekostet. Sowas weiß ich, das war extremst teuer. Das war der Inbegriff von uns geht's gut in den 2000er. Also das hat man eingebaut, wenn man sich mal was gönnt. Und Dusche kommt hier hin, Scheibe hier, das kommt natürlich alles weg. Das ist die aktuelle Dusche, diese Glaswände. Auch wenn es komisch klingt, das kommt wieder. Nicht in diesem Stil, aber das kommt gerade wieder. Dusche wird einmal weggemacht. Hier kommt wieder ein schönes Waschbecken hin. Der Schrank hat auch ausgedient in dem Sinne. Und da machen wir einen schönen Unterschrank. Und ja, ihr seht zum Beispiel, hier ist auch kein Fensterbrett und so. Also das muss einfach insgesamt, auch die Fließkunst, die ist auch Bastler einfach. Und dementsprechend müssen wir hier schon sehr viel Material anfassen, also eigentlich jedes Zimmer wird einmal komplett neu gemacht. So Türzagen hier, das ist auch alles ja einfach sehr in die Jahre gekommen. Sowas kenne ich bei uns aus dem Stadel, bei den Kühen und so weiter, dass man so eine Tür hat. Also das ist natürlich nicht fürs Zimmer geeignet. Das hier kommt neu, da sind wir, ihr seht's, wir sind hier ungefähr so viel abgehangen. Also das wird einfach neu gemacht. Die Balken werden abgeschliffen, aufbereitet. Das hier ist Fake, also das wird einfach auf den Balken draufgepackt. Strom wird hier auch irgendwie hin, links und rechts durch sämtliche Zimmer verlegt, Internet auch. Wir haben hier Glasfaser, das heißt, diese Kabel, die fliegen eigentlich so, wie sie sind, alle raus. Ansonsten kommt ein schöner Boden rein. Von den Zimmern gibt es noch ein paar mehr. Hier im Flur passiert das Gleiche, verputzen, abhängen. Hier haben wir überlegt, ob wir eine schöne LED-Leiste reinziehen, eine schöne lange mit dimmbaren Effekt. Setzt vielleicht nochmal so ein kleines Highlight, anstatt jetzt hier 4, 5, 6, 8 Spots reinzupacken. Mal gucken. Das hier ist definitiv ein Schlafzimmer. Ihr seht es jetzt nicht, hinter uns sind 4 Fenster. Also die Deckenhöhe ist auch hier irgendwo bei fast 3 Meter wahrscheinlich. Und hier ein bisschen weniger. Also das ist prädestiniert, dass man hier irgendwie ein schönes, großes Bett reinstellt. Der Schrank könnte man nochmal verkaufen, würde ich vielleicht auch, dass wir den nochmal auf eBay Kleinanzeigen setzen und versuchen zu verkaufen, ein bisschen Taschengeld rauszukriegen. Genau, insgesamt, das Objekt wurde vor, ich glaube, 4 Monaten angefragt. Insgesamt hat es vom Erstkontakt, also von der ersten Besichtigung bis zum tatsächlichen Zuschlag dann 2 Monate gedauert. Insgesamt wurden 30% runterverhandelt. Das Objekt, muss man dazu sagen, ich glaube, weil ich kenne das Objekt, ich habe es, glaube ich, 6 Monate vorher schon mal angeschaut. Das ist mindestens schon, hätte ich gesagt, ein Jahr auf dem Markt gewesen. Ja, irgendwann ist einfach wahrscheinlich dann auch der Preis einfach, der war einfach zu hoch und dann dementsprechend konnten wir oder du 30% runterhandeln. Genau. Deswegen Marktwert, wir sind hier deutlich unter Marktwert, gerade für die Fläche. Wir sind hier auf 109 Quadratmeter, das heißt, das wird hier ein Eigenheimtraum für wahrscheinlich eine kleine Familie, die wirklich in den Bergen wohnen will. Man sieht es jetzt heute leider nicht. Wir haben wieder das typisch deutsche Wetter. Es ist Herbst, Sommer ist vorbei. Sieht man jetzt überhaupt nicht, aber ihr könnt euch hier im Weißen einen schönen Berg vorstellen. Also das hat
Richtig, richtig Stil, extrem idyllisch. Also wir sind hier nach wie vor im Allgäu, etwas weiter von Kempten entfernt. Deswegen, wir sind uns da im Markt auch so jetzt nicht in die Quere gekommen. Und ich freue mich ehrlich gesagt, dass es doch so schnell geklappt hat. Magie war wieder Follow-up. Das ist ja immer meine Rede. Also insgesamt wurden hier knapp über 60.000 Euro runtergehandelt. Hat sich's verboten angefühlt? Eigentlich nicht, nee, weil der Zustand des Gebäudes ja dementsprechend ist. Man weiß, wie viel man reinstecken muss. Ich glaube auch. Also das ist der Marktpreis. Der wurde halt einfach sehr hoch angesetzt. Deswegen, wir können nichts dafür, dass hier deutlich viel zu viel Geld aufgerufen wurde. Deswegen fühlt sich natürlich erstmal jedes Angebot deutlich unter Marktwert an, aber da sind wir gut rausgekommen. Das hier ist, hätte ich gesagt, ein kleines Kinderzimmer, Homeoffice, was auch immer. Also wir sind hier neben der Küche. Das wird natürlich jetzt nicht das Hauptschlafzimmer, ist auch der Größe geschuldet. Wir haben hier ein schönes kleines Dachfenster und hier kommt wieder auf knapp 5 cm abgehangen. Hier ist wieder der Sichtbalken, den würde ich erhalten. Und der Rest wird natürlich neu gemacht, Boden, Wände, Türen, Zargen, das wird alles neu gemacht. Ihr seht, diese Türen, die sind relativ klein. Ich bin 1,85, heißt normalerweise müsste die Türzarge irgendwo hier sein. Da kommt wieder eine komplett normale Tür rein. Und jetzt das Highlight dieser Wohnung, der Raum, der wahrscheinlich auch die Kaufentscheidung treffen wird. Das ist der Raum, der eigentlich die größten Emotionen weckt. Wir können ja vielleicht mal hier anfangen und dann in die Küche weitergehen. Das hier ist der Wohnbereich, sehr, sehr räumig. Also geh mal hinten in die Ecke, vielleicht können wir das irgendwie darstellen, wie weit hier eigentlich Platz ist. Also das ist ein wahnsinnig geiler Raum. Grundsätzlich alles, was ihr jetzt gerade in Holz seht, wird natürlich neu verputzt. Der bleibt bestehen, der wird ein bisschen aufbereitet. Ich finde es immer sehr, sehr sexy, gerade hier im Alpenvorland, wenn man so ein bisschen Gemütlichkeit, ein bisschen Holz mit drin hat. Der Ofen, da wird ein neuer Schwedenofen reingemacht vom Ofenbauer. Das ist auch schon alles vorgeplant. Der wird eckiger, schwarzer, neuer, auch mit natürlich Glasfront und ähnliche Maße, nehme ich jetzt an. Ich habe es gerade nicht ganz im Kopf. Also ein bisschen schmäler, aber hier kommt definitiv wieder ein Kachelofen hin. Hier kommt Parkettboden hin, verputzt, verputzt. Hier wird die Elektro neu gemacht. Heißt, wir gehen hiervon aus, dass hier irgendwie ein Fernseher hängt in Zukunft. Macht ja auch absolut Sinn. Diese absoluten sanitären Meisterleistungen, die werden natürlich auch nochmal versteckt und angepasst. Also das ist Quatsch. Die Körper an sich, die sind top. Es wird einfach nur Unterputz, die Leitung aufgenommen. Fenster sind in Ordnung. Hier wurden schon Materialien ausgesucht. Hier kommt eine weiße Holzplatte drauf. Hier wird ganz normal verputzt mit Trockenbau und weiß gestrichen. Hier oben kommen ein paar Spots rein. Ihr müsst euch mal das geben. Also hier sind schon 15 Spots wahrscheinlich allein in dieser Fläche hier von 10 Quadratmetern. Das macht man natürlich so nicht. Hier geht es weiter, auch sehr, sehr viele Spots. Hier wird Trockenbau draufgepackt. Warum? Was ist das hier? Das ist unser Dach. Also hier können wir auch nichts machen. Das ist jetzt nicht einfach nur aufgedoppelt, sondern das ist wirklich die Dachaußenfläche. Heißt, das ist so eine Art Gaube am Ende des Tages. Und das hier wird so ein kleiner Unterschlupf. Ich sehe hier auf jeden Fall so einen Esstisch, einen schönen. Und da hinten dann den Wohnbereich mit Sofa und so weiter. Das kommt erstmal klar, das kommt alles weg hier. Diese kleine Kammer. Das hier wird natürlich auch alles entfernt. Hier ist der Hauptstrang, die Wasseranschlüsse und so weiter. Das heißt, das wird mehr oder weniger so bleiben und wieder verkleidet oder schön gemacht. Und hier auf dieser Seite haben wir eine richtig, richtig geile Küche. Ja, die Idee hier ist eigentlich, wenn wir eine Küche machen würden, was wir nicht machen, weil ganz ehrlich, den Geschmack zu treffen von dem neuen Eigentümer. Die Küche ist immer so eine sehr persönliche Sache. Wenn man eine Kapitalanlage produziert, kann man das gut und gerne machen. Das ist sogar Pflicht bei Eigennutzern. Die freuen sich ehrlich gesagt immer, wenn noch keine Küche drin ist, weil es wird ja hier ein Zuhause gekauft und nicht einfach nur eine Wohnung. Heißt, in diesem Zuhause möchte man auch die Küche haben, die man sich selber ausgesucht hat. Deswegen dementsprechend bauen wir hier keine Küche rein, wobei ich hier eine richtig geile Insel sehe. Also das hat mega viel Potenzial. Aber wir haben uns dazu jetzt entschlossen, dass wir erstmal keine Küche machen. Geht ja auch wieder saumäßig ins Geld. Also hier eine Küche, eine geile Küche rein. Du bist ja locker easy mal über 10.000, ohne mit der Wimper zu zucken. Deswegen, das machen wir nicht. Hier wird alles einfach verputzt, die Decke natürlich auch abgehangen, ein paar Spots rein. Wir legen die Elektro und die Leitung natürlich so, dass wenn hier eventuell eine Kücheninsel machen könnte mit einem Backofen. Ansonsten kann man ja hier auch sehr gut nochmal die Leitungen verziehen. Das ist im Prinzip unser Hauptraum. Wie gesagt, das ist der Raum, wo die Entscheidung wahrscheinlich getroffen wird. Spätestens auf dem Balkon sollte man sich eigentlich in diese Wohnung dann mal verlieben, wenn die fertig ist. Ah ja, hier, was ist hier noch? Abstellraum, der wird natürlich auch wieder so gemacht. Einfach neben der Küche noch einen kleinen Raum zu haben, wo man seine ganzen Suppendosen und so weiter verstecken kann. Gut, Balkon hier, der wird natürlich auch ein bisschen aufbereitet. Den können wir so nicht lassen.
hier ein bisschen abschleifen, neu streichen, hier vielleicht das ein oder andere Detail dazu bauen. Ich würde hier auch einen Holzlattenrost machen, ehrlich gesagt, und dann hat das hier wieder alles Hand und Fuß. Du kannst vielleicht mal einen kleinen Schwenk machen. Sehr idyllisch, man hört die Kuhglocken, man hat einen schönen Baum vor sich, ein paar Äpfelbäume links und rechts und die Berge, leider heute natürlich nicht da, aber ihr könnt auch vorstellen, hier sind normalerweise Berge. Also rundum, ehrlich gesagt, ein sehr, sehr geiler Flip. Alles klar, Roomtour damit beendet. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Die Änderungen, wie es dann später mal aussieht, ich denke, wir werden die eine oder andere Folge hier aufnehmen können. Wenn nicht, dann auf jeden Fall ein schönes Nachher, dass wir das hier nochmal abfilmen, wie das hier rausgekommen ist. Ansonsten danke für die Möglichkeit, dass wir hier filmen dürfen an dich. Falls ihr Bock auf das Thema habt, kaufen, renovieren, verkaufen, schaut gerne mal vorbei. Wir machen immer mal wieder schöne Videos über Baustellen, Ankäufe, Verkäufe und so weiter, Interviews. Bis dahin, Abo nicht vergessen, lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Tschüss.